Allah, ich schwöre dir, ich schwöre euch, dir sage ich schon, ich schwöre euch, diese eine Line von Ufo fand ich besser als ganz in Loredana. Ey, Bruder. Mache Racks, ja, und ich fahr in Benz. Ist was Doofes auch, doch gehörst nicht zu der Fam. Deine Bitch ist nass und sie sagt, sie ist mein Fan. Ja, sie ist mein Diamond. Yes, Leute, was geht, Abu Mizi hier. Ich reagiere jetzt auf den Song von Loredana und UFO. Ich bin sehr gespannt eigentlich auf den Song, weil ich mir beide gar nicht auf einem Song vorstellen kann, weil ein komplett andere Richtung ist. Ich hoffe irgendwie, dass Loredana so die Richtung von UFO macht, weil ich persönlich kann selber nichts mit Loredanas Musik anfangen. Ich sage das offen und ehrlich, damit ihr jetzt denkt, aber ich versuche das jetzt neutral zu betrachten, ohne Hate und etc. irgendwas. Ich versuche echt eine Chance zu geben, weil wenn das echt in Loredanas Richtung geht, Leute, sorry, dann kann ich wirklich nichts anfangen, dann skippe ich einfach nur auf UFOs Part. Real Talk so. I gotta lie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mixo. Was, Bruder? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Entweder ich mute komplett, bis UFO da ist. Nein, du kriegst nicht meine Nummer. Was für Essen geht, ich hab keine Nummer. Kein Kaviar und doch keine Nummer. Leute, ich schwöre euch, das hat alles nichts mit der Petra zu tun, warum ich Loredana und so gar nicht feier. So, das ist einfach nur die Sahnekirsche auf der Torte, aber ich kann sowas nicht feiern. Was ist das so? Lyrisch gesehen auch. So, ich bin der. Also, Leute, wenn ich feier Trap, so, da, es geht mir manchmal gar nicht um die Lyrik in vielen Songs, geht es mir gar nicht darum. Manchmal geht es mir auch um den Vibe, aber. Bruder, was soll ich hier für ein Vibe bekommen? Nein, ich habe keinen Hunger. Und der Beat ist auch absolut gar nicht mal. Was für Essen geht, ich habe keinen. Bruder, kein Vibe. Dann, komm, wenn. Ich habe hier eh gar keinen Vibe, so dann achte ich sowieso auf den Text. Und der Text ist Bock, Bruder, der ist Chip. Kein Kaviar und doch kein Hummer. Lass die Filme, ey, komm mal wieder runter. Wallah, ihr könnt mich zerreißen. Ihr könnt meine Reaction disliken bis auf den Tod. So, das ist echt meine Meinung. Ihr könnt jetzt hier mich hinstellen und sagen: So, Dicker, das ist geil, boah, krass, der Beat, der, das. Dicker, einfach null mein Film, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Keine See. Deshalb schließe ich dich an in mein Gebet. Ja, du redest viel, aber mach mir nicht auf, Mann. Nein, Wallah, Bruder, ich kann nicht. Wallah, Bruder, Haram. Ich schwöre, ich kann nicht. Wo ist UFO? Wir gehen jetzt zu dieser Gött. Wo war diese Gött, ne? So, Bruder. Weil, guck mal, da, der hat eine Birkin, Alter. Kennt ihr diese Diskussion in Amerika, wo die, wo. Irgendjemand hat doch gesagt, KDB hatte so Birkins und diese Taschen, die kosten glaube ich 100.000, 120.000 Dollar. Eine Tasche, das ist ja von der Hermes, so eine Birkin Bag. Und danach haben die zu KDB gesagt, so Alter, die Rapperinnen, die kaufen sich kein Haus, die kaufen sich Birkin, wie dumm sind die und so. Dann hat KDB doch gesagt, so ich habe fünf Birkins und so. Dann ist eine riesen Debatte in den USA losgegangen, deswegen nimmt sie das für die Cloud. So richtige Cloud Chaser, wie 6ix9ine sagen würde. Ah ja, da Louboutin und Birkin. Lass die Filme, ey, komm mal wieder runter. Ja, ich kauf dir eine Birkin. Ja, ich schenk dir einen Hund. Wallah, ich schwöre dir. Ich schwöre euch. Dir sage ich schon. Ich schwöre euch. Diese eine Line von UFO fand ich besser als ganz in Loredana. Ey, Bruder. Wallah, ich muss los. Ich fand diese eine Line von UFO krasser als der ganze Loredana. Bruder. Fuck, Bruder. Ich schwöre euch.
Das reicht, Alter. Ufo war schon besser als Loredan im ganzen Song. Baby, frag mich nicht nach meiner Nummer, will nur sehen, wie du trackst, denn dein Ass ist rund, ja. Da mein Cash ist bunt, ja. Klar, ich zähle Scheine, bitte stress nicht rum. Ich sag euch ehrlich, so. Der Beat ist immer noch nicht so meins, aber Ufo float hat wenigstens krass und er macht den Song wenigstens ein bisschen hörbarer. Ich sag euch ehrlich, Ufo rettet hier komplett den Song, aber komplett rettet er den Song. Also meiner Meinung nach. Also wer hier auf dem Song behaupten würde, dass Loredana den Song krasser ist und besser ist, dicker, bitte, ab, ich schwöre, ihr habt den Bezug zur Realität verloren. Wallah, ich sag euch ehrlich, das war das letzte Mal, dass ich auf Loredana ein Song reagiere. Wallah, die kann einen Song mit Michael Jackson machen, Bruder. Ich werde nicht reagieren. Wie sie guckt, Eliante eine Mio nur für Schmuck. Ja, sie will meine Nummer, macht Druck. Nein, du kriegst sie nicht, nicht mal wenn du schluckst. Nein, du kriegst nicht mein. Du kriegst nicht mal meine Nummer, nicht mal wenn sie schluckt. Meint ihr, Ding, Loredana hat Ufos Nummer? Also Leute, ich sage euch ehrlich, Ufos Part war jetzt nicht der krasseste Ufo-Part, wir wissen das alle selber. Jeder Ufos-Fan weiß, der war einfach wieder souverän, top, konstant, hat abgeliefert. Aber es ist auch nicht ein Ufo-Beat gewesen, dafür hat aber Ufo den ganzen Song komplett gerettet. Zu Loredanas Part will ich gar nicht sagen, so, kein Kommentar. Also sie hat keinen Hunger immer. Sie hat keine Angst, sie hat keine Liebe. Also irgendwie hat sie immer alles ist kein. Habt ihr mal gemerkt? Jedes Lied ist so mit kein irgendwie. Und ich habe auch keinen Kommentar jetzt gerade zu Loredanas Part. So will ich auch gar nicht. Ich habe ja schon gesagt, so vorher, wo ich mich kaputt gelacht habe, diese eine Line von Ufo war einfach krasser für mich wie der ganze Song. Und das war's auch mit der Reaction. Sorry, Leute. Aber ich werde die Reaction auch wieder so hochladen, Bruder. Wallah, ihr könnt mich tot haten.